Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir packen heute zwei Pakete. Für wen packst du? Für eine Oma und du für eine Opa. Genau, denn wir machen mit bei der Aktion Don't forget about Grandma and Grandpa. Das wurde von der lieben Tanja von Kurvenrausch, heißt ihre Firma, ihr Kanal, ins Leben gerufen. Und es geht darum, dass jetzt gerade zur Corona-Zeit viele alte Leute in den Pflegeheimen und Altenheimen sitzen und keinen Besuch empfangen können und das sowieso alles schon ganz doof ist und vielleicht ihre Familien nicht mal sehen können oder teilweise nicht mal Familien haben. Deshalb packen wir jetzt diese Kartons mit den Sachen. Genau. Und es sind diesmal keine Schuhkartons, wie zum Beispiel Weihnachten im Schuhkarton für die Kinder, sondern es sind einfach ganz normale Kartons, denn Tanja und ihr Team müssen die Pakete nochmal auspacken, um zu sehen, was haben wir reingetan. Haben wir wirklich keine selbstgebackenen Kekse reingetan, keine Sachen, die da einfach nicht reingehören, die schnell verderblich sind wie ein Apfel, keine Ahnung. Und deswegen gucken die nochmal nach. Sortieren gegebenenfalls um und dadurch, dass ich das nach Hamburg schicken muss an Tanjas Adresse, machen wir die beide auch nicht zu, packen die aber zusammen in einen großen Umkarton und dann gehen die an die Adresse von Tanja. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal, was wir für Oma und Opa, die wir natürlich gar nicht kennen, weil ich habe keine Oma und Opa mehr und Hannah hat nur noch zwei Omas. Und denen geht es aber beiden gut, die sind auch nicht im Altenheim, also von daher war es auch gar nicht so einfach, was zu kaufen, weil man gar nicht weiß, was alte Leute im Altenheim so brauchen. Aber es gab eine tolle Liste von Tanja, ich verlinke euch das alles unten in der Infobox, da könnt ihr die Liste anfordern, was man so kaufen könnte. Wir haben noch was dazu getan und dafür was anderes wieder weggelassen und hoffen, dass sich der eine oder andere darüber freut. Und ich denke, das ist wie bei den Kindern, wenn da irgendein Opa sagt, ich trinke aber gar keinen Kaffee, entkoffeiniert. Und dann sagt die Oma vielleicht, oh, aber ich liebe Kaffee, du kriegst dafür noch meinen Kakao. Also ich denke mal, da wird auch getauscht. Ich denke schon, dass die abgeben untereinander. Wir hatten eben gerade hier noch Augen aufgeklebt. Das habe ich auf TikTok gesehen, wie überall Augen aufgeklebt werden, bevorzugt im Supermarkt, dass dann immer irgendwo Augen sind. Und deswegen habe ich Augen mitgenommen. Und wir haben jetzt einfach ein paar Augen aufgeklebt auf die stabilen Sachen. Und Hannah kam dann auch auf die Idee, hier den Fischen kleine Augen zu machen. Guck mal, Hannah hat einen riesigen Mund. Ja, ich fürchte bloß, das kann man auf die Entfernung gar nicht sehen. Ich musste euch so weit rauszoomen, damit ihr den ganzen Tisch auch seht. Ja, und die sind mega klein. Aber vielleicht könnt ihr das hier erkennen am Duschgel und Trockenshampoo. Also ich glaube, bei mir kann man es am besten erkennen. Ich die sind riesig. Habe ich die auch? Nee, ich habe kleine. Wo habe ich denn große Augen? Doch hier. Hallo. Hallo. Oh, du siehst aber gut aus. Du auch. Hey, sehe ich auch gut aus? Ja, deine Augen sind etwas verrutscht, aber sonst sehen die gut aus. Ja, weil ich eigentlich sonst immer so liege. Ach so, deswegen. Ja, wir fangen einfach mal an. Mit den schweren Sachen nach unten. Kaffee. Ich würde ihn da stehen lassen, Schnucki. Okay. Kaffee nach unten. Warte, ich setze mich mal lieber auf die Knie. Du stellst dich hin. Okay, ist auch besser. Ich glaube, ich habe weit genug rausgezoomt. So groß bist du nicht. Nee. Das geht. Dann schieb den nach hinten ein Stück. Kann selbst springen. Kriegst du das hin? Ja. Also Kaffee, dann haben wir Gebissreiniger. Ganz wichtig. Was noch? Die Dinger hier? Okay. Also wir haben Duschgel. Ich habe zweimal für den Herren. Ich habe zweimal für die Dame. Bevor wir das verschicken, klebe ich das alles zu. Das habt ihr gesehen, wie ich das bei den Kinderpaketen gemacht habe. Damit hier auch wirklich nichts ausläuft, weil sonst hätten wir echt ein Problem. Dann käme alles zersipscht an. Ach, du legst das schon hin? Okay. Ja, ich leg das ja. Wie gesagt, das muss ich dann nachher sowieso auch mal machen. Guck mal, das hier auch. Ja. Ich bin schneller. Deo. Hast du das Deo schon eingepackt? Ja, ich habe alles. Deo und das ist Trockenshampoo. Ja. Weil, das sehe ich gerade an meiner Mutter, die hat auch Probleme, sich die Haare tatsächlich selber zu waschen. Irgendwann im Alter. Und da kann man einfach Trockenshampoo, das ist für helle Haare. Die meisten haben wahrscheinlich weiße Haare. Ja, das ist hell. Ne? Und deswegen... So, was hast du da? Dein Süßstoff. Kein Kaffee ohne Süßstoff.
Was haben wir hier? Wir haben dann noch was für die Zähne, Hanna. Haftcreme, damit die dritten Zähne auch ordentlich kleben. Die dritten Zähne? Ja, so nennt man das. Die ersten sind die Milchzähne, die zweiten sind die bleibenden Zähne und die dritten sind dann die Ersatzzähne. Ah, so, dann haben wir... wir haben unserem Buben, wie heißt er? Dame? Doch, Buben. Haben wir auch kleine Äuglein aufgeklebt. Ja. Und ich fürchte, ihr seht das alles auf die Entfernung nicht. Ich habe winzigere. Es wurde auch gesagt Handcreme. Wobei alte Leute haben immer irgendwie weiche Hände. Aber wahrscheinlich trotzdem trockene. So, dann die Bonbons, die sind auch sehr schwer. Guck mal. Weiter hier. Da oben. Habe ich auch. Das habe ich Mama als Tipp gegeben. Kakao und zwar einfach so, dass ihr Tütchen auf, ins Wasser rein, fertig. Mama, ich habe was vergessen. Das muss ich doch auch machen. Ja, stimmt. Hanna, der einzige Unterschied zwischen unseren beiden Paketen ist, dass sie noch Stützkniestrümpfe hat. Ja, weil Frauen bewegen sich öfter. Ist auch so. Was hatte ich so, dann haben wir hier ein Schokochip Kuchen. Hey, Mama, du hast meine Süßigkeiten eingepackt. Nein, hab ich nicht. Da ist doch deins. Wie viele, welche? Ich hab einmal Fische und einmal die Grünen. Ah, ich hab gedacht... Mehr hab ich nicht. So, den Kakao. Dann haben wir Feuchtpapier für den Mors. Mors? Ah, genau, und mein Kuchen. Den leckeren Kuchen. Guck mal, die packe ich erst, dann packe ich hier an die Seite die. Ja, dann haben wir noch Marzipankartoffeln. Passt perfekt noch. Ja, super. Wenn du das alles so hinkriegst. Aber wie gesagt, ich muss das gleich sowieso alles nochmal umpacken, sobald ich da unten die Sachen fertig dann habe. Kekse. Echt? Kuchen. Ich glaube, du hast besser gepackt als ich. Und dann gibt es natürlich Christstollen. Und wir haben jetzt nicht so einen riesen Christstollen genommen, der dann trocken wird. Sondern das ist kleiner, bereits in Scheiben. Und davon dann zwei Stück. Ich glaube, das ist schöner. Den einen habe ich schon. So, dann wurde gesagt, die Herrschaften hätten gerne Servietten und Taschentücher und Kuschelsocken. Ich habe keine Kuschelsocken gefunden, wo ich war, leider. Deswegen habe ich jetzt einfach Tennissocken genommen. Aber es wärmt auf jeden Fall auch die Füße. Und mein Paket ist voll. Ich muss gucken, dass ich das gleich irgendwie nochmal anders packte. Schnucki, wie sieht das bei dir aus? Bei mir passen nur die Socken nicht rein. Ach guck, dann haben wir ja doch ähnlich gepackt. Ja, dann hoffe ich, dass ich das gleich alles nochmal anständig hinkriege. Wie gesagt, ich verlinke euch die Aktion unten in der Infobox und vielleicht habt ihr ja Lust, auch mitzumachen. Man kann auch spenden, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, noch ein Paket wegzuschicken, weil das müsste... Heute ist Dienstag. Das müsste dann, ich glaube, auf jeden Fall diese Woche noch bei Tanja ankommen, damit die das dann da im Altenheim eben noch verteilen können. Beziehungsweise sie selber darf natürlich nicht ins Altenheim aufgrund von Corona, aber sie kennt da eine Angestellte und der kann sie das übergeben und die verteilt das dann. Ich glaube, wir haben alles erklärt jetzt, oder? Ja. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Nö. Außer, dass die Socken nicht reinpassen? Aber ich glaube, das kriegen wir gleich hin. Warte. Wir kriegen das irgendwie... Drück bloß nicht runter, du Schnucki, weil dann ist der Stollen Matsche. Guck mal, wäre das weg, dann würde das perfekt passen. Ja. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und ich hoffe das auch. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch! Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen.